Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Shadow of the Colossus. So, wieder erfolgreichen Koloss gelegt in der letzten Folge. Jetzt schauen wir doch mal gleich zum nächsten, würde ich sagen. Schauen wir, wo wir jetzt hier hin müssen. Ach, mit dem Pferd komme ich einfach noch nicht so richtig klar. Ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. So, da sind wir. So, lauf. Mei. Da nicht hier, Mensch. Du sollst ja rauslaufen. Ja. Ja. Gelauf wir beten mal schnell. Alles klar. Ich wollte mal probieren, ob ich die Grafik hier umstellen kann. Wenn wir jetzt gerade einen Performance-Modus machen, machen wir mal den Kinomodus an. Optimal Bildqualität, okay. Schauen wir mal, ob das besser ist. Oh, da gehen die FPS aber gleich runter. Heftig, was ist denn hier los? Okay, das machen wir nicht. Das spiele ich lieber mit smoothen 60 FPS. Performance. Ah, schon viel besser. Okay. So, okay. Wo zeigt das Schwert hin? Diese Richtung da. Okay. Ich glaube, der Vogel zeigt auch so ein bisschen den Weg. Also nicht nur das Schwert, sondern auch der Vogel. Okay. Boah, schaut schon geil aus. Das habe ich dann auf der PS2-Version gar nicht so richtig erkannt alles. Ja, schaut schon sehr, sehr nett aus. In einem Sumpfgebiet umgeben von Nebel, irgendwie hieß es. Uah, das wollte ich nicht. Da scheint wieder so eine Art Stein zu sein zum Beten. Hier scheint es nebliger zu werden. Ah. Ich glaube, den kenne ich noch. Der war richtig assi. Assi war der. War das nicht so ein Vogel, der hier rumfliegt? Ich glaube schon, das war ein Vogel, der hier rumfliegt. Ich glaube, ich kann mich noch vage dran erinnern. Ich weiß nur nicht mehr, wie wir da reingekommen sind. Da ist, glaube ich, offen. Ich glaube, da könnten wir rein. Hier geht es mit dem Pferdl nicht weiter. Dann schauen wir doch mal darüber, ob es dort weitergeht. Glaube ich auch nicht. Hier müssen wir. Hier müssen wir zu Fuß weiter. Boah, das ist eine Hitze hier drin bei mir, Leute.
Hochsommer. Okay, springen wir mal hier rein. Können wir da oben hoch oder so? Könnte man hier tauchen? Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Ich glaube, hier kommt man durch, oder? Hier sind wir durch. Ich sehe überhaupt nichts unter Wasser. Nichts! Na, hier scheint eine Art Vorsprung zu sein. Müssen wir hochkommen. Sorry Leute, aber ich muss hier ein bisschen. Ich glaube, ich habe bestimmt 35 Grad hier in dem Zimmer. So, okay. Ich glaube, wenn ich hier reinspringe, genau, dann triggert das. Ich glaube, das war ein Vogel damals. Wenn ich mich noch so ein bisschen dran erinnere. Oder waren es auch zwei? Ich weiß nicht. Nein, okay. Und glaube ich, das war einer, da hatte ich ein bisschen Probleme. Wie habe ich den gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sobald ich ins Wasser reinspringe. Kam es damit so vor, als wenn es auch zwei waren? Glaube, sobald ich da reinspringe, kommt der nämlich. Schauen wir doch mal. Kommt er noch oder sitzt er immer noch? Okay. So, dann probieren wir mal ganz lässig einfach mal einen Bogen zu schießen. Musste ich da nicht, wenn der hier durchfliegt, ich glaube, ich musste von den Säulen aus auf den drauf springen. Weiß ich nicht mehr. Nein, machst du denn? Es fliegt immer noch. Schon klar.
Jetzt warte mal, die muss irgendwie dort oben hoch, glaube ich. Wie komme ich denn da hoch? Kann doch nicht so schwer sein, Bitch. Die Kamera ist wirklich beschissen. Komm her, Baby. Genau das wollte ich jetzt. Mal schauen, wo der Schwachpunkt ist. Ich habe noch keinen gesehen. Ist da? Okay. Leuchtet schon nicht mehr. Das heißt, wir müssen auf die andere Seite. Echt schon wieder.
Shit happens. Aber okay, wir haben schon mal... Zwei Flügel müssten eigentlich soweit durch sein. Schauen wir doch mal, wenn wir das gerne nochmal kriegen, die Kameraden. Müsste eigentlich die letzte auf dem Schwanz hinten sein. Pfoten abwischen, hier schwitz. So, dann komm mal her. Wir sind noch lange nicht fertig. Ich glaube, wir müssen eher in Mitte. Und dann nochmal das Ganze. Komm her. Die Kamera ein bisschen drehen hier. Letzter. Komm. GZ. Oh, der war richtig cool. Der hat mir gut gefallen. Muss ich sagen. Aber ich habe das Spiel damals schwerer in Erinnerung. Okay, ich spiele bloß auf normal jetzt, aber irgendwie hat dieses Spiel schwerer in Erinnerung. Okay. Müssen wir jetzt hier raus oder zu dem Koloss? Weil normalerweise werden wir doch zurückgeportet. Jetzt kommt's. Okay. So, Leute, dann würde ich sagen,
machen wir jetzt an der Stelle Schluss und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Und doch schon wieder 20 Minuten. Aber es geht recht fix, muss ich sagen, mit den Kolossen hier. Mal schauen, was uns in der nächsten Folge wartet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dran seid und mich ein bisschen unterstützt. So, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.